Im Mutterland des Islams sind an einem Tag 81 Hinrichtungen vollstreckt worden. Die Scharia, das Gesetz des politischen Islams, hat hier mal wieder in ihrer vollen Härte zugeschlagen. Am Samstag, den 12. März, wurden in Saudi-Arabien 73 saudi-arabische Staatsbürger, 7 Jemeniten und ein Syrer von Scharia-Henkern getötet. Vorgeworfen wurden ihnen Verbindungen zum Islamischen Staat, Al-Qaida, den schiitischen Houthis und anderen radikal-islamischen Organisationen. Sie hätten Anschläge auf wichtige Einrichtungen oder Mitglieder der Sicherheitskräfte geplant und Waffen ins Land geschmuggelt. Zudem hätten sie auch die Straftat von abweichenden Überzeugungen erfüllt. Es handelt sich also vor allem auch um innerislamische Auseinandersetzungen. Aus Sicht des saudi-arabischen Regimes sind die Hingerichteten Rebellen gegen die legitimierte politisch-religiöse Führung des Islam-Ursprungslandes. Die Rebellen sehen das natürlich anders. Für sie ist die saudische Herrscherkaste zu sehr dem Westen zugewandt und führe den Islam nicht so aus, wie er vom Propheten Mohammed angelegt wurde. Ihr Vorbild ist der Islamische Staat, wo die Anordnungen des Propheten exakt ausgeführt werden. Der politische Islam in seiner reinen, ursprünglichen, unveränderten Form. Im Jemen tobt seit Jahren die 1400 Jahre alte Feindschaft zwischen Sunniten und Schiiten. Saudi-Arabien führt bekanntlich eine sunnitische Militärkoalition an, die gegen die vom Iran unterstützten schiitischen Houthi-Rebellen im Jemen kämpft. In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Angriffe der Houthis in Saudi-Arabien gegeben. Diese Houthi stellen eine politisch-militärisch-religiöse Bewegung dar, gehören einer eigenen islamischen Rechtsschule an und nennen sich selbst Ansar Allah, was Helfer Allahs bedeutet. Benannt sind sie nach ihrem religiösen und politischen Führer Hussein Badreddin al-Houthi, der bis 2004 wirkte. Diese Massenhinrichtung am 12. März stellt einen bisherigen Rekord in der jüngeren Geschichte des Islam-Mutterlandes dar. Sie übertraf auch die Massenexekutionen Anfang 1980, als radikale Moslems die große Moschee in Mekka gestürmt und tagelang besetzt hatten. Zur Strafe wurden damals 63 Personen geköpft. 2019 war ein weiteres Rekordjahr in der blutigen Geschichte von Mohammeds Heimatland. 184 Menschen wurden exekutiert, dabei auch 37 Menschen an einem einzigen Tag. Saudi-Barbarien, oh nein, welch ein freudscher Versprecher, Saudi-Arabien natürlich, wurde damals von Menschenrechtsorganisationen vorgeworfen, dass die Verurteilten keine fairen Prozesse bekommen hätten und Geständnisse mutmaßlich durch Folter erzwungen worden seien. Der Großteil der Hingerichteten gehörte nach Angaben von Amnesty der schiitischen Minderheit in Saudi-Arabien an. Diese Massaker lösten ein klein wenig internationale Empörung aus. Aber danach ging es, wie gewohnt, zum Business as usual über. Die Geschäfte laufen wie geschmiert weiter. Öl in die eine Richtung, Waffen in die andere. 3000 Menschen sitzen in Saudi-Arabien als politisch Inhaftierte im Gefängnis. Menschenrechtsgruppen werfen dem Islamland vor, restriktiv gegen politische und religiöse Meinungsäußerungen vorzugehen. Das ist überaus diplomatisch formuliert, wie auch die brutale Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi zeigt. Er war am 2. Oktober 2018 ins saudische Konsulat in Istanbul gekommen, um Dokumente für seine Heirat abzuholen. Khashoggi lebte in den USA und kritisierte in seinen Artikeln, unter anderem für die Washington Post, offen die saudi-arabische Regierung. Das war sein Todesurteil. 15 Männer sollen aus Saudi-Arabien in die Türkei eingeflogen worden sein, um seine Tötung auszuführen. Eine Woche nach der Tat erklärten türkische Behördenvertreter, dass sie im Besitz von Ton- und Videoaufnahmen seien, die belegten, dass Khashoggi im Konsulat verhört, gefoltert und dann getötet wurde. Der Journalist sei bei lebendigem Leib zerstückelt worden. Nun, Inspirationen hierzu finden sich in den Hadithen, den Beschreibungen des Lebens des Propheten, wo nachzulesen ist, wie brutal man damals mit Kontrahenten umging. Außerdem im Koran, dem heiligen Befehlsbuch von Allah, in dem ähnlich nette Sachen drinstehen, wie beispielsweise in Sure 5, Vers 33.
Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden. Liebe Zuschauer, lassen Sie sich nicht den Quark erzählen, es handle sich um falsche Übersetzungen. Es ist alles 1:1 richtig übersetzt. Wir haben hier den originalen Koran vom Ministerium für islamische Angelegenheiten aus Saudi-Arabien, dem Mutterland des Islams und dem Mutterland der Massenhinrichtungen. Da steht es auch exakt so drin. Links der arabische Originaltext, rechts die legitimierte deutsche Übersetzung. Die Leiche von Jamal Khashoggi wurde übrigens nie gefunden. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass sie entweder in Säure aufgelöst oder verbrannt worden sei. Da gingen die Scharia-Wächter mit Raif Badawi ja geradezu barmherzig um. Der Blogger hatte den Islam beleidigt, indem er in seinem Online-Forum, das liberal-freie Netzwerk, die Trennung von Staat und Religion vorschlug. Er forderte, den Islam mit anderen Religionen gleichzusetzen. Zudem plädierte er für einen liberalen Staat und damit für das Recht eines jeden, seine Religion frei zu wählen. Für ihn seien Moslems, Christen, Juden und Atheisten gleichwertige Menschen. Zudem setzte er sich für das Recht auf freie Meinungsäußerung und für Frauenrechte ein. Badawi kritisierte wiederholt die Religionspolizei für ihre harte Durchsetzung der in Saudi-Arabien vorherrschenden strengen Auslegung des Islam. Das wurde als Beleidigung des Islams gewertet, was tief blicken lässt in die Ideologie des politischen Islams. Dort sind eben die Menschen nicht gleichwertig, sondern Moslems die Höherwertigen und alle Nicht-Moslems die Minderwertigen, die es zu unterwerfen gilt. Merke, Islam heißt Unterwerfung, keinesfalls Frieden, wie es ihnen auch immer wieder weisgemacht werden soll. Und so sind Frauen ebenfalls den Männern unterworfen. Der Islam darf niemals eine Religion unter mehreren sein, sondern er ist die einzig wahre und sein göttliches Gesetz, die Scharia, muss das Leben der Menschen in allen Bereichen vollumfänglich regeln. 2012 wurde Raif Badawi festgenommen. Zunächst bezeichnete ihn ein Gericht als Ungläubigen und beschuldigte ihn der Apostasie, dem Abfall vom Islam, was sein Todesurteil bedeutet hätte. Nachdem er vor Gericht aber erklärt hatte, dass er trotz seiner Kritik weiterhin Moslem sei, lautete im Mai 2014 das Urteil schließlich wegen Beleidigung des Islam 10 Jahre Haft, 1000 Peitschenhiebe und eine Geldstrafe von etwa 238.000 Euro. In einer symbolischen, aber völlig wirkungslosen Geste würdigte das EU-Parlament Badawi 2015 mit der Verleihung des Sacharow-Preises für Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Vor wenigen Tagen, am 11. März, wurde er nun freigelassen, was aber keine wirkliche Freiheit für Raif Badawi bedeutet, denn er darf laut Gerichtsurteil Saudi-Arabien 10 Jahre lang nicht verlassen. Seine Frau und seine drei Kinder, die nach Kanada geflüchtet sind, werden ihn also noch viele weitere Jahre lang nicht zu Gesicht bekommen. Der Anwalt von Raif Badawi, Waled Abu Al-Khair, wurde übrigens sogar zu 15 Jahren Haft, einem Reiseverbot von 15 Jahren und einer Geldstrafe von knapp 40.000 Euro verurteilt, nur weil er Badawi im Prozess verteidigt hatte. Vorgeworfen wurden ihm unter anderem Ungehorsam gegenüber dem Herrscher und der Versuch, dessen Legitimität zu untergraben, sowie Schädigung des Rufs des Staates durch den Austausch mit internationalen Organisationen. Waled Abu Al-Khair befindet sich seit April 2014 in Haft, derzeit im Bremen-Gefängnis in der Küstenstadt Jidda. Seinen Angaben zufolge wurde er während der Haft körperlicher und psychischer Folter ausgesetzt. Das durch und durch islamische Saudi-Arabien erklärt, es schütze mit Strafen und Repressionen wie im Fall Badawi seine nationale Sicherheit gemäß seinen Gesetzen, der Scharia. Wenn Sie jetzt meinen, das interessiert mich nicht, das ist doch weit weg, dann täuschen Sie sich. Der politische Islam breitet sich mit seinen vielen gut getarnten Organisationen auch bei uns schnell aus.
von der Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt, aber durch Heerscharen von politisch korrekten Gutmenschen in Politik, Kirche, Medien und sozialen Institutionen im Sinne falsch verstandener Toleranz mit totaler Hingabe unterstützt, vergrößert sich das Spinnennetz dieser totalitären Ideologie überall in Deutschland. Daher brauchen wir jetzt die tabulose, unzensierte und konsequente öffentliche Diskussion über den politischen Islam mit der Zielsetzung, ihm am Ende klar die Grenzen aufzuzeigen. Die Bürgerbewegung Pax Europa setzt sich hierfür seit fast 20 Jahren ein. Machen auch Sie mit, indem Sie bei uns Mitglied werden. Es kostet monatlich kaum mehr als ein Getränk in der Gastwirtschaft, hilft uns aber bei der Durchsetzung unserer eminent wichtigen Ziele letztlich erfolgreich zu sein.